jetzt klappt es doch so langsam, ne? Der erste FC Kaiserslautern startet durch. Die Spieler geben überall Gas, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch beim Fahrsicherheitstraining. Man kann mal richtiges Gaspedal durchdrehen, ohne Angst zu haben, irgendwo Punkte zu kriegen. Was im Normalfall nicht schlecht ist, die Punkte im Fußball, aber auf der Straße will man sie ja nicht. Manchmal überschätzt man sich ein wenig, aber ich denke, so an sich, der Adrenalinschub, der war auf einmal so da, wie man mit dem Porsche mal richtig Gas gegeben hat. Da bist du mal kurz in den Sitz reingedrängt worden, das macht einfach völlig Spaß. Es zaubert einem einfach ein Lächeln aufs Gesicht, wenn man so richtig Vollgas mal fahren kann, dann noch mit so schönen Autos, also hat schon Spaß gemacht. Der FCK auf der Überholspur. Mit Vollgas geht es Richtung Fußball-Oberhaus. 4 Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz 8 Punkte. Mit einem Sieg in Bielefeld wäre der Aufstieg nahezu perfekt. Wir haben eine riesige Ausgangsposition. Warum sollen wir uns jetzt den Druck machen, solange noch nicht alles in trockener Tücher ist? Wir wissen um unsere Chance. Natürlich wollen wir die auch wahrnehmen. Und vielleicht klappt es ja schon am Montag in Bielefeld. Da wollen wir auf jeden Fall 3 Punkte holen. Und mal schauen, wenn wir die eingefahren haben, wie es dann aussieht. Die Roten Teufel geben Vollgas. Und ausbremsen lassen wollen sie sich in Sachen Erste Liga genauso wenig wie beim Fahrsicherheitstraining.